na 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 na. Hallo liebe Aue Fans. Hoi, 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 jetzt haben wir ja wieder Hoffnung, dass wir das doch noch schaffen mit dem Klassenerhalt. Hoi, das war ein schönes Spiel gegen Regensburg. Hoi, aber die doofen Hamburger sind ja alle krank geworden, da konnten wir ja gar nicht nachlegen. Mensch, der HSV, die doofen Affen sollen Tabletten nehmen, dass sie gesund werden. So, und Sport treiben. Am 5. April wird das ja nachgeholt. Bist doch doof, dass das ein Dienstag ist. Dienstag, 18.30 Uhr. Muss ich mal gucken, ob der Carly da überhaupt auf hat mit seiner Videobar. Oh, aber das Wichtigste ist ja, dass wir am Freitag jetzt gleich zu Hause ein Heimspiel haben gegen den Karlsruher SC. Na, ob der Karl da seine Ruhe findet? Oh, das müssen wir mal sehen. Muss ich meinen Carly fragen, der heißt ja auch Karl mit seiner Videobar. Auf alle Fälle treffen wir uns da am Freitag, 18.30 Uhr, Flutlichtspiel in Aue. Der Mario, was mein guter Freund ist und der in Schneeberg Fußball spielt, der hat sich ja eine Karte organisiert. Ja, im Fanshop. Zusammen mit der Luisa gehen die zwei am Freitag ins Stadion und feuern unsere Truppe an, dass wir wieder 3 Punkte kriegen und wieder näher an den Relegationsplatz rankommen. Ui, 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 ich habe mir schon mal Käse besorgt. Käseaufschnitt, den esse ich manchmal ganz gerne auf der Bärme zum Abendbrot. Den nehme ich am Freitag mit. So, und ich war ja diese Woche beim Training in Aue dabei und habe zugeguckt, wie der Pavel Dotschew die Mannschaft einstellt auf das Spiel am Freitag. Ich habe mal ein paar Szenen gefilmt, die zeige ich euch gleich. Nüt, lege auf, Aue Fans. Lege auf, mein Käsewurm. Lege auf, mein Spongy. Hallo, ich hab mal wieder meine Söhne mitgebracht. Die wollen euch heute wieder einen Tipp geben, wie Aue am Freitag gewinnt. Oh, Papi. Dürfen wir ins Stadion gehen? Was, ihr wollt ins Stadion gehen? Oh, das kostet aber teuer Geld. Dann müsst ihr eure Sparbüchsen öffnen. Naja, ich gebe euch was dazu. Oh, danke, Papi. Das ist aber ein schöner Zug von dir, mein Spongy, dass du deine Kleine ins Stadion lässt. Naja, man muss auch mal was Gutes tun für seinen Nachwuchs. Ja, wo ist übrigens der Käsi? Ich bin hier. Hallo, Spongy. Hallo, Käsi. Hallo, Käsewurm. Alles gut bei dir? Ja. Ich war im Stadion beim Training zugeguckt. Ich zeige euch gleich mal die Videos. Hier.
Isabella, ist die schon da? Nö, hier bin ich oben. Hallo, Kisi. Hallo, hallo, mein Isabellchen. Meine Sonne. Gehst du auch mit am Freitag ins Stadion zum Flutlichtspiel 18.30 Uhr? Oder wollen wir lieber beim Carly in der Videobar gehen? Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Aber wir sparen lieber das Geld. Aber ich sag, wir gucken es lieber beim Carly in der Videobar an. Da gibt's ein leckeres Bier dazu und du kannst eine leckere Käsebämme essen. Oh ja, machst du mir die dann? Ja, mach ich dir, mein Guter. Jo, okay, wir gucken es beim Carly an. Und der Mario und die Luisa gehen ja ins Stadion. Ob die vielleicht die Kinder vom Spongy mitnehmen können? Ja, bestimmt. Ich rufe den Mario dann mal an. Oh ja, wir gehen mit Mario und Luisa ins Stadion. Wir feuern Aue an. Wismut, Aue, Wismut, Aue. Na ja, dann drücken wir mal die Daumen. Ich tippe mal für ein schönes, großes 2:1 für Aue gegen Karlsruhe. Ja, 2:1 wäre schon ganz schön, ihr Gutsten. Ich verwette eine Tasse Kaffee, dass wir 3:0 gewinnen. Oh, das wäre ja klasse. Und ich verspreche euch, ich gebe euch allen ein Bäckchen Käse aus, wenn Aue gewinnt, überhaupt gewinnt, ob 1:0, 2:0 oder 3:0. Oh, da bin ich dabei. Hauptsache, wir gewinnen. Wir drücken alle die Daumen für unseren FC Erzgebirge Aue. Wir wollen doch nicht absteigen, ne? Nö, das wollen wir nicht. So, Freunde, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf das Spiel und wir wünschen euch einen schönen Freitagnachmittag und drückt Aue die Daumen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ne, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns dann nach dem Spiel. Jo. Machen wir. Tschüss. So erschallt.